Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Kamaru, the Nigerian Nightmare, Usman vs. Leon Rocky Edwards wird der Mega-Showdown. Mit dem Bout am 18. März 2023 bei der UFC 286 in London endet die Trilogie. Es steht 1:1 und ein Snooze-Fest wird es auf gar keinen Fall. Leon Edwards wird derzeit als Außenseiter gesehen. Ich finde es eher unwahrscheinlich, dass Leon Edwards es nochmal schaffen wird, den Kampf wie beim zweiten Aufeinandertreffen ausgehen zu lassen. Edwards ist zuversichtlich, die UFC 286 für Usman frühzeitig tragisch zu beenden, was aber nicht passieren wird. So eine Annahme aufgrund von Sieg und Usmans kaputter Knie, die auch Joe Rogan kommentiert hat, ist schlicht und ergreifend leichtsinnig. Die Dominanz bei der UFC 278 ging eindeutig von Kamaru Usman aus. In der fünften Runde hatte Leon Edwards Glück und Zufall auf seiner Seite. Gewann das Ding durch KO Headkick, gut getäuscht und positioniert, hart ausgenockt, aber Edwards wird entsprechende Anpassungen vornehmen müssen, wenn er Usman wieder ausschalten will. Klar ist, dass das Szenario von UFC 278 vom 20. August 2022 bei UFC 286 keine Wiederholung finden wird. Die K.O.-Niederlage für Usman ist nichtssagend. Beispiele wie er zum Beispiel Jorge Masvidal und Colby Covington im Octagon sozusagen gekillt hat, macht klar, dass er im Vergleich zu Edwards definitiv der stärkere und bessere Athlet ist. Für Kamaru Usman wird es, denke ich, vorteilhaft sein, den Kampf so schnell wie möglich auf den Boden zu bringen, um nicht allzu viel Kraft auf den Beinen zu verschwenden. Schafft er die Verlagerung auf den Boden früh und effektiv, wird sich Leon Edwards von seinem Weltergewichtsgürtel garantiert trennen. Prediction: Kamaru Usman via Decision. Facts: Kamaru Usman Reach 193 cm und Leon Edwards Reach 183 cm.